Ja, herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin wieder unterwegs auf Lost Place Tour. Dieses Mal mit dabei, wie immer, der Jens. Hier sind wir im sogenannten Haus am See. Und wie ihr sehen könnt, ist hier sogar noch ziemlich viel Einrichtung am Start. Also hier wurde noch gekocht. Hier ist sogar noch Olivenöl und ja, Essensreste und keine Ahnung. Bad. Hier ist eine, ja, ich hätte jetzt mal gesagt, Wohnzimmer oder irgendwas, was auch krass ist. Guckt euch das mal hier an. Lauter Gläser noch drin, alte Schuhe und hier unten Panoramablick zum See. Krass, oder? Sau krass. Wir haben ziemlich viele Sachen am Start. Aha, von 2007. 2007. Das sind schon. Hier ist auch nochmal ein komplettes Zimmer. Eingerichtet, alte Radio da hinten in der Ecke, ist sau krass. Hier liegt auch lauter Unrat rum. Keine Ahnung, was da oben ist. Gehen wir halt mal hoch. Alte Jacken. Oha. Alter Kamin. Hier hinten. Auch schon ziemlich runtergerockt. Fitnessraum. Nein, Schlafzimmer, hätte ich jetzt mal behauptet. Ich denke, es ist ein Schlafzimmer. Hier ist auch noch mal so ein Bad. Aber da haben sie anscheinend, da hat anscheinend jemand gepennt oder gezündelt oder so. Ja, Ego. Krasser Scheiß hier oben. Dachboden. Alter Schwede. Ist ja übelst krass, was hier an Unrat rumliegt. Wahnsinn. Schaut euch das an. Seht ihr das? Ich weiß gar nicht, ob ich da weitergehen soll. Da hinten sind noch ein paar Sachen. Wahnsinn, krass. Ist ja echt krass. Alter Schrank steht noch hier. Das ist ja, der absolute Wahnsinn, was da hinten alles drin steht. Was? Das ist der absolute Wahnsinn, was da hinten alles drin steht. Warum? Das Ding geht da bis hinter. Das geht da bis hinter durch. 1984, also ich bin schon gelaufen. Dass nichts passiert. Aber es ist schon. Es ist schon krass, was da noch rumsteht. Mockt halt ziemlich, ne? Ja. Schon krass, was hier an Zeug rumsteht, ne? Sau heftig, Männer und Mädels. Ja, schaut so aus, ne? Aber hier liegt ja unfassbar viel rum. Der Karl. Wahnsinn. War ich schon, ja. Ist nix. Nee. Gehen wir wieder runter. Wo ist der Besitzer? Das ist der mit unten im Keller sei. Also quasi da raus und ums Haus rum und unten. Und da kommst du halt rein. Nein, aber da hinten noch. Ja, also gehen wir mal raus und schauen wir mal. Ja, hier ist auch noch ziemlich viel Einrichtung am Start. Krass. Wow, wow! Alter, guck dir das an.
Die Badewanne ist ja krass. Und hier hast du eigentlich jetzt dann... Alter. Das zieht sich ja ewig, ne? Da ist auch noch untergebaut, Alter. Hm. Panoramablick. Wahnsinn. Aber die Badewanne, die flasht mich. Guck dir diese Badewanne an, Alter. Hier ist... Krass. Das macht mir jetzt irgendwie gerade fertig. Hast du mehr rein, ne? Ja. Das macht mir jetzt gerade irgendwie voll fertig. Ja, ich würde sagen, gehen wir mal weiter. Schauen wir mal da durch. Mädchenklo, Jungsklo. Auch nochmal ein kompletter Raum, der komplett noch zugestellt ist mit allen möglichen. Wahnsinn. Hier auch mit alten Autoreifen, LKW-Reifen. Oh, Wahnsinn. Und hier hinten ist auch alles komplett zugestellt. Schaut euch das an. Altes Fahrrad, Kühlschränke. Also ich habe keine Ahnung, was das hier darstellen soll. Ne? Krass. Und wie gesagt, hier in dem Haus soll unseres Wissens nach noch ein Friseursalon oder irgendwas ähnliches da sein. Also es gibt auf Instagram ziemlich viele Bilder. Das soll eigentlich dann hier vorhanden sein. Also was ich total geil finde, ist dann einfach der Blick zum See runter. Ne? Was machen wir hier? Okay. Auf jeden Fall auch ein Ja, das sieht fast so aus, ne? Ja, dann gehen wir mal. Der Karl ist wieder. Gehen wir mal zurück, der Karl ist schon unterwegs. Also hier ist auch ziemlich viel Unrat drin, ne? Der Karl hat gerade da ist das Ding vom Aggregat von vorne. Das ist relativ viel Unrat, wenn du das mal so anschaust, ne? Da ist noch alter Drücker, Alter, das ist doch noch von der Nintendo 64. Einzige, was ich halt krass finde, ist einfach der Blick zum See runter, ne? Der ist Killer. Da ist der Karton vom Aggregat. Auf jeden Fall sind wir jetzt im unteren Bereich. Das riecht schon recht muffig, weil das Dach komplett durch ist und überall letztendlich, sage ich mal, ja, alles runterfliegt, runterkommt. Aber das war mal mega geile Location. Das war mal mega, guck dir das an. Das war mal richtig geil eigentlich. Geil, Alter. Bin voll so, Alter. Ja, das war mal richtig geile Location. Über dir. Alter. Krasser Scheiß. Aber das war mal eine richtig geile Location. Wenn er schaut, da draußen konnte er jetzt direkt auf dem See klotzen. Richtig krass. Ich bin begeistert. Ohne Scheiß. Also gegenüber habe ich jetzt gesehen, wo ich reingeguckt habe. Da war noch ein bisschen mehr Einrichtung am Start. Aber ja, hier halt nicht so viel. Mal schauen, wenn wir dann drüben ankommen. Der Raum ist geil hier. Den habe ich vorhin schon von außen gesehen. Der ist mega. Der ist richtig mega. Guckt euch das hier an. Der ist richtig geil. Vor allem diese alten Stühle. Hier diese komplette Einrichtung. So very old school. Der ist krass. Diese alten Schuhe hier. Hier die alten Wahlscheibentelefone bzw. Tastentelefone. Gefällt mir gut. Krass. Hier ist krass, das ist die Küche. Noch viel am Start, wie ihr sehen könnt. Krass. Also das ist echt unfassbar. Schon. Ja, geil. Wahnsinn. Vor allem diese alten Gläser hier. Sau krass. Da hinten ist ja noch mehr drin.
sind lauter, nochmal lauter einzelne Zimmer, wie ihr sehen könnt. Da ist zum Beispiel noch ein Bett drin. Seht ihr das? Da ist noch ein Bett drin. Klo. Auf jeden Fall riecht es hier sehr muffig. Hier ist auch noch ein Bett. Klo. Bad. Aber das war's auch. Hier ist nicht mehr viel zu holen. Wo? Ja, da war nichts. Hier ist auch noch alter Raum. Im Prinzip schauen sie alle gleich aus, ne? Nennt sie nicht viel. Einzige, was halt. Das ist krass. Das hier ist krass. Das Bild habe ich schon mal gesehen hier. So, nach ewiger Sucherei haben wir auch den besagten Raum gefunden, der auf Instagram ständig gepostet wird. Und zwar ist es die pinke Haube. Krass, haben wir gefunden. Habe auch das Foto schon gemacht. Mega Geschichte. Und wenn ihr jetzt seht, da sind noch viele Sachen da, die im Endeffekt einmal zum Tönen, Einfärben, Gesichtsspachteln, ne, also alles noch vorhanden. Ja. Sehr, sehr geil. Geil, 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 geil. Auf jeden Fall haben wir das Foto gemacht, sage ich mal, was auf Instagram alle möglichen Instagrammer gemacht haben. Das ist ja schon mal echt geil. Und hier geht es jetzt wieder runter. Also hier geht es wieder runter. Das Ding ist so riesig. Das ist so fucking unfassbar. Gerade in Action. Das ist wirklich so riesig, das Gebäude hier. Das ist unglaublich. Wir sind da, da sind wir rauf. Das ist unfassbar, wie riesig das Gebäude ist und wie viel sich das zieht. Hier ist auch nochmal Raum. Da hängen sogar Vorhänge. Da oben die Lampe, die killt mich. Toilette, da hinten geht's weiter. Ich würde sagen, schauen wir noch mal da runter. Ja, da waren wir schon. Ja, da kommen wir. Dann ja, müssen wir da rauf und die drüben hinter. Ne, müssen wir nicht. Wir müssen da hinter. Na, nein, jawohl. Wir sind ja von ganz oben gekommen. Von da sind wir gemacht gerade. Ne, wir sind von da oben gekommen. Ne, wir müssen von da kommen, da machen. Ne. Ja. Ne, weil das Ding ist ja da oben. Ja, stimmt. Da müssen wir echt von da kommen. Glaube nicht. Ja, wir sind hier die Treppe runter. Hier und dann sind wir vor und dann habe ich gesagt, du wolltest rauf und ich wollte runter, genau. Du wolltest ja dann rauf. Ja genau, weil ich gesagt habe, das Ding muss oben sein. Und wir sind jetzt dann da rauf und sind vor oben runter, guck mal. Ja, das ist doch eine ganz falsch. Guckt euch diesen See an. Und dann hast du an dem See so ein Hotel stehen und das Ding ist pleite und keiner weiß warum. Niemand kann sagen wieso oder weshalb das Ding pleite ist. Aber anscheinend wird hier doch was gemacht, ne? Ja. Also angeblich soll. Warum? Das ist doch nur machen. Ich habe keine Ahnung. Nur aufreißen. Ja. Auf jeden Fall. Was mich total killt ist, dass das Ding halt ja kaputt ist, lost ist, wie man auch immer es nennen will. Aber an so einem geilen See liegt. An so einem fucking geilen See. Schaut euch das an. Hier ist bestimmt traumhaft im Sommer. Kein Urwechsing. Was steht hier? Kein Urwechs. Regelmäßige Kontrollen. Privatgrundstück. Ich freue mich, dass Sie aus dem Gebäude draußen bleiben. Nichteinhaltung wird zur Anzeige gebracht. Aha.
Ja, also ist schon krass, wenn man sich das so betrachtet, was alles in Deutschland los ist. Aber was mich, wie gesagt, total killt, das ist einfach der See. Der See killt mich. Ich finde den mega. Aber da kann man doch irgendwo auflaufen, oder? Warte mal, da hinten haben wir aufgemacht. Eine Lomage, oder? Ja. Da aufgelaufen. Ja, kannst du, aber da laufe ich lieber von hinten. Naja, dann würde ich sagen. In diesem Sinne, Freunde, lasst mir ein Like da, kommentieren, Glocke aktivieren, ihr kennt das Spiel. Würde mich sehr freuen. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und was ich euch auch noch mitgeben will, ist, geht raus, lebt euer Abenteuer, geht mit, nehmt euch den Jens als Beispiel, als alten Experten. Na? Ja, und dann nochmal einen schönen Ausblick auf den See. Total geile Winterlandschaft. Krasser Scheiß. Bis dahin, haut rein.